Was ist das denn? Oh, die ist gut. Servus, schön, dass ihr da seid. Jetzt geht's los mit dem Ask Godslave Video. Ich beantworte eure Fragen zur Band und der Welt. Benjamin Rivel hat gefragt, kollektives Lieblings-Thrash-Album und wie geil ist eigentlich Steak Number 8? Wer? Oh, keine Ahnung. Manni hat gesagt, die wären ganz gut, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, kenne ich nicht. Ansonsten haben wir eigentlich nur drei Leute in der Band, die wirklich Thrash hören. Alle anderen sind eher so Jazz angehaucht oder trinken gern Tee. Und ansonsten würden wir sagen, Megadeth Rust in Peace ist kollektiv das beste Thrash-Album. Da können wir uns drauf einigen. Gregor Theado hat gefragt, von was träumt ihr, wenn ihr so verschlafen im Auto liegt? Und wie viel Alkohol hat es gebraucht, um diesen Zustand zu erreichen? Also generell träumen wir grundsätzlich von schnellen Frauen und nackten Autos. Und diesen Zustand erreichen wir auch easy, ohne Alkohol. Björn Albers hat gefragt, über den Tellerrand, Doppelpunkt. Auf was für nicht-metallische Konzerte hat man einzelne von euch schon gesehen? Warum wart ihr dort mit Freundin, Frau, Arbeitskollegen? Und was haltet ihr generell von Musik fernab des Metals? Musik fernab des Metals ist super, gibt es gar nichts dagegen einzuwenden. Es gibt zwei Arten von Musik, gute und schlechte. Wir hören hauptsächlich gute, ab und zu auch schlechte für den Spaß. Aber grundsätzlich waren Leute von uns schon bei DJ Bobo, den Ärzten, Toten Hosen, Boney M. Und drei von uns gehen nächstes Jahr zum Hof. Yeah, Motherfucker! Wird großartig, wir freuen uns. Kein Scheiß jetzt, das ist wirklich Andreas Schulz hat gefragt, machen Ask auch Thrash Metal oder was sind das für welche? Von wegen Ask God Save Me. Ask sind tatsächlich die Hauptband, mit der wir auf Tour gehen. Die sind großartig. Auf jeden Fall auschecken. Björn Albers hat auch noch mal eine Frage gestellt. Was passiert musikalisch neben Godslave? Gibt es Side-Projects? Habt ihr irgendwelche Solo-Pläne? Kann man einzelne von euch als Gäste bei anderen Bands hören? Ja, nein, ja und nein, ja, vielleicht und ja und nein. Tobi trommelt ab und zu bei Berserk Inc. als Aushilfe. Manni hat ein Post-Epic-Gay-Metal-Projekt namens Directed 4, das er euch sicherlich bald kredenzen wird. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Und Tommy hat mal bei Chimera als Gast gesungen und bei The Claymore. Schöne Grüße an Pan übrigens an dieser Stelle. Ja, und ich versuche seit 20 Jahren ein Solo-Ding zu machen und das wird es auf jeden Fall auch noch geben, Mann. Roland Pöhlmann hat gefragt, habt ihr eigentlich einen Job oder macht ihr nur Urlaub? Naja, also Tommy macht hauptberuflich Urlaub und zwischendurch geht er ein bisschen arbeiten. Der Rest von uns, einer ist Raketenforscher, einer ist Straßenkehrer und einer ist Nagelstylist. Jetzt könnt ihr selbst entscheiden, wer von wem und was und wie das macht. Wir erwarten dann entsprechend Kommentare. Dankeschön. Björn Albers hat gefragt, in welcher Traumband würdet ihr gerne mal spielen? Jeder einzelne von euch. Ich persönlich lasse das komplett außen vor, weil ich bin viel zu schlecht, um irgendeiner anderen Band zu spielen als Godslave. Von daher habe ich lange aufgegeben. Manni wird ganz gern bei Blind Guardian spielen, weil hier. Und außerdem sind da manchmal Flöten dabei, das mag er sehr gerne. Tommy wird gern bei Savatage singen. Mika wird natürlich gern bei Children of Bodom die Tasten bedienen, selbstverständlich, und zwar so. Tobi ist zu früh mit dem Rad. Anke Janicki, Servus, hat gefragt, wohin verschwinden immer die Socken in der Waschmaschine? Das ist ganz einfach. Aufgrund der spiralförmigen Drehung verschwinden die für immer in einem Paralleluniversum. Tommy vermisst übrigens einen Tanga. Björn Albers hat gefragt, sind exklusive Songs für Sampler oder Tributalben erschienen oder werden erscheinen? Also wir haben ja vier EPs gemacht, auf denen jeweils ein besonderer Song drauf ist, den es sonst nicht gibt.
Kann man also schon als ja, Special Song bezeichnen. Ansonsten haben wir natürlich auf jeder von unserer oder einigen von unseren Special Editions zu unseren regulären Alben was Besonderes drauf. Das heißt, diejenigen, die das haben, und ich glaube, du hast sogar, Björn, du hast mindestens eins, wenn nicht sogar alle, hast also diese Special Songs schon, und übers Crowdfunding hauen wir auch ab und zu mal spezial was raus bei unserer letzten Kampagne zum Video, zu Bloodborne Pack, das ihr übrigens hier seht. Da gab es auch einen Special Song, und wir werden jetzt zur nächsten Special Edition auch nochmal einen Special Song spezialisiert specialen. Tom Störtebeker, der Berühmte, hat gefragt, warum sind Gitarren aus Holz, wenn man Metal macht? Wegen dem metrischen System natürlich. Ich denke, das ist ja wohl offensichtlich, oder? Burmeister Wilden Sascha hat gefragt, wann kommt das neue Album und wird es eine Limited Edition geben? 9. März und ja! David Wöckel hat gefragt, kann man auch einen Kommentar per Mail posten? Nein. Daniel Odinsson Schulz, wann kommt ihr mal nach Wiesbaden? Wenn du aus Wiesbaden bist, werde ich das jetzt ein bisschen ärgern, weil ich weiß ja, Wiesbaden, Mainz und so ist ein bisschen schwierig, aber wir kommen tatsächlich am 27. April 2018 nach Mainz. Ich hoffe, das ist okay. Wir werden auch keinem sagen, dass du da warst, wenn du das willst, als Wiesbadener. Ich weiß, das ist nicht so ganz einfach. Aber wir würden uns natürlich trotzdem freuen, wenn du kommst. Martin Spreer hat gefragt, was macht euer Bus? Der fährt uns zu Gigs und das macht er großartig. Dem geht's richtig gut. Jean-Baptiste. Schöne Grüße von hier aus. Enrico Sperling hat gefragt, wann kann man mit dem neuen Album rechnen und ist auch neues Merch in Planung? Also eigentlich wollten wir kein Merch mehr machen, ja, aber wir haben massiv positive Resonanz auf Tommys Fashion-Blog gekriegt und haben uns gesagt, wir müssen jetzt auch nochmal Merch machen. Also vielen Dank für eure positiven Kommentare auf Tommys Fashion-Blog. Deshalb wird es auf jeden Fall nochmal Merch geben, und wie gesagt, Album 9. März. Wo? Gregor Theado hat gefragt, und ganz wichtig, welche Auswirkungen haben Mikas Bienenzüchterentschweifungen, das ist ein Wort. Nochmal, welche Auswirkungen haben Mikas Bienenzüchterausschweifungen auf die Band und das Songwriting? Also es hat eine ganz klare, sehr massive Auswirkung, denn wenn wir nächstes Jahr keinen Honig kriegen, ist Mika raus. Diskussion beendet. Falco Nummert hat gefragt, wenn ihr mal eine große Headliner-Tour machen würdet, wen würdet ihr als Vorband nehmen? Also wir würden tatsächlich nicht irgendwie jetzt krass hingehen in einer utopischen Welt, sagen, dass wir jetzt Slayer oder Creator auftreten, sondern wir würden tatsächlich unsere Freunde von Eradicator oder auch Crypper oder Skeleton Pit und Konsorten mitnehmen, weil mit denen haben wir einfach immer am allermeisten Spaß. Das sind ganz großartige Leute, und die wollen wir gerne um uns haben. Und wir wissen auch, dass wir mit so einer Kombination von Bands richtig Arsch treten können. Wir könnten mal eine Tour machen. Ich rufe dich an. Fer Martinez hat gefragt, any tour for Mexico? Hello from Mexico. Hello back to Mexico from Germany? No. No tour planned so far. Sorry. It's a bit far. Manu Vermin Askon hat gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem Rotzpopel und einem Zaubernasenkobold? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin sehr froh, dass du das jetzt dich traust, auch anzusprechen. Viele trauen sich das nämlich nicht. Ja, aber man soll es ansprechen, und das ist klar, der Unterschied ist klar, das Gewicht. Herbert Nebel hat gefragt, spielt ihr PC Konsolenspiele, und wenn ja, welche? Ich versuche alle paar Jahre das zu tun. Dann mache ich das ein paar Tage lang, raste völlig aus, weil ich immer an der gleichen Stelle kaputt gehe. Da schlage ich irgendwas kaputt und dann mache ich jahrelang Pause. Mein letztes Game war Doom 3. Aber alle anderen, insbesondere Mika, Tommy, oh Mann, ja auch so ein bisschen, die spielen so Spaßgeschichten wie GTA, Far Cry, Fallout, Assassin's Creed, Monkey Island und grundsätzlich alles, was so querbeet, Konsolenspiele und auch Gameboy. Den habe ich auch in letzter Zeit mal angefasst, weil Gameboy ist cool. Okay. Moxley Callihan Masada hat gefragt, welche Berliner Bands feiert ihr, wenn ihr überhaupt welche hört, wie zum Beispiel Space Chaser, Reactory, Xperia etc.?
alle bekannt, alle geil. Wen wir aber ganz besonders feiern, ist The Outside. Das sind sehr gute Freunde von uns. Die würden wir übrigens auch mit auf Tour nehmen. Und sind auch zukünftige Labelkollegen. Oh, jetzt habe ich was ausgeplaudert, um Gottes Willen. Nee, Space Chatter ist auch geil. Reactor ist auch cool. Mit denen hätten wir fast mal zusammen gespielt auf der letzten Tour. Hat leider nicht geklappt. First Aid ist aber auch genauso geil. Schöne Grüße an Keksgrinder. Hammerkult, schöne Grüße an Jakir. Sind auch Kollegen von uns und sind richtig geile Bands, mit denen wir schon zusammen gespielt haben. Kann ich nur empfehlen. Martin Lemar hat gefragt, warum nur ist Tommy so verdammt sexy? Und kann man das lernen? Ja, kann man. Tommy gibt Unterricht. Nicht ganz billig, aber er gibt Unterricht. Ruf ihn an. Roland Pöhlmann hat gefragt, spielt ihr in Witten auch schon was Neues? Hat's dir gefallen? Ja. Roland Pöhlmann fragt nochmal, wann macht ihr mal wieder einen Livestream? Wann macht ihr mal wieder einen Livestream bei Facebook? Very soon, schätzungsweise vor dem Release des Albums, so gegen Januar, Februar, wird es ihn auf jeden Fall nochmal geben und dann werden wir eine ganze Bunch voll neue Songs auch live über Facebook dann spielen. Mit allem, was so dazugehört, wa? Moxie Kellehen Masada fragt, wann kommt ihr mal nach Berlin und wann kommen Manni und Tobi endlich in die Pubertät? Berlin hoffentlich bald wieder, vielleicht für die nächste Tour, aber unwahrscheinlich, dass es klappt. Wir hoffen, dass 2018 oder spätestens 2019 nochmal funktioniert. Wenn da jemand was klären will, wir sind offen. Meldet euch einfach bei uns. Berlin geht immer. Manni hat die Pubertät einfach übersprungen. Sein Bart hat alles rausgewachsen, was irgendwie ging. Und er ist halt direkt in die Midlife-Crisis. Also da ist eigentlich auch nichts mehr zu machen. Tobi bleibt halt ewig jung. Lorenz van Gohr fragt, was sind eure Lieblingsbiersorten? Wir sind Saarländer. Ja, unsere Lieblingsbiersorten kommen von der Carlsberg-Brauerei. Wir sind übrigens auch für Sponsoring offen. Carlsberg-Urpilz und Helles. Auch wenn es ein fucking Frauenbier ist, es ist einfach lecker, Mann! Lecker! Bring schon mal gerade mal eins. Danke. Jakir Soschat asked, in their prime, who would beat who in a real fight? Stan Hansen or Bruiser Brody? The answer is Stan Hansen. Lariato! Danke, das war's. Bis zum nächsten Mal. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr mit mir hier eine gewisse schöne Zeit verbracht hat, verbracht habt. Ich trinke jetzt einen Whisky. Trink doch auch einen. I will bring you back.